Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Holzer Map Holzer Challenge mit dem Maschira. Hallo. Hallo. Ja, siehst du, Maschira, langsam. Ich war mal pünktlich. Ja. Maschira ist pünktlich. Schön, schön. Der Maschira hat aber natürlich noch eine andere tragende Rolle hier. Er fährt gerade den Fendt zum Händler und auch den Schwader, weil die zwei Dinge werden heute verkauft. Und der Maschira wird sich einen New Holland kaufen. Den haben wir schon mal ausgewählt. Am Montag habe ich den schon mal gezeigt im Shop. Und ja, der wird heute gekauft und damit kann der Maschira dann in weiterer Folge sehr, sehr schnell hoffentlich abmähen und so weiter, was halt zugehört, ne? Ich stehe im Shop, ja. Willst du denn verkaufen? Soll ich das machen? Ja, kannst du machen. Okay. Du kannst aber gleich unten bleiben und den Ding gleich zurückfahren. So, das heißt, der Fendt ist jetzt weg. Aua. Und wir nehmen, oh, guck mal. 49.000 bringt er. Ich habe gedacht mehr, aber gut, ja. Weg damit. Und der Schwadorinski bringt 12.000. Auch weg damit. Ja, wir haben relativ günstig eingekauft, muss man sagen. So, Maschira. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Du kannst den jetzt mitnehmen. Wie gesagt, willst du den blau oder den schwarz oder den gold? Maschira? Standardfarbe reicht mir eigentlich. Okay, lasse ich den in blau. Konfiguration lassen wir so, das bleibt, das kann ich dir sagen. Blue Power nehmen wir dazu, ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber ist egal. 218 PS reicht hier oder sollen wir da ein bisschen doller machen? Sollte eigentlich schon im ersten Moment reichen. Lass uns mal schauen. Ja. Weißt du was? Ich glaube, die Zeiten werden schlechter. Ich kaufe dir den jetzt. Alter Schwede. Gut. Maschira? Ja? Dieses Schätzchen hat 310 PS für dich. Wow. Also wenn du damit nicht mehr klarkommst, dann gibt's nichts mehr zum... Weißt du? Oh, die bringen Holz weg da drüben. Das Ding hat 310... Ich will es nochmal sagen. 310 PS. Heilige Maria, das ist verdammt viel. Oh, warte mal. Willst du den nach Hause fahren? Ja, das ist schon. Gib ihm. Hackengas. Das brauchen wir nicht. Jetzt gucke ich gerade nochmal. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Einen kleinen Funktionstest. Ja, du kannst hinten die Scheibe aufmachen. Das ist ganz okay eigentlich. Deswegen, wir kaufen natürlich nicht nur Maschinen für den Zweck, sondern wir kaufen natürlich auch Maschinen für, ne, äußerlich ein bisschen was, ne? Ist ja auch schön. Nice to have, sagen wir so. So, aber eine Standardhupe. Ja gut, das ist halt Standard, ne? Was soll ich jetzt sagen? Was machen die denn da oben eigentlich? Ach, die pflügen die Grasfelder da oben, jetzt sehe ich es gerade. Boxe und Uwe. Die pflügen die Grasfelder. Ja, mit Vermehrungsgras. Ja, ja. So, Maschira, das Feld hier ist schon mal gemacht. Du kannst gleich mal mit dem Wickler kommen. Sehr gut, dann haben wir den neuen Traktor gekauft. Ja, wie ich es eigentlich fast schon ausgerechnet habe. Fast 200.000, oder ich habe gesagt 200.000, aber 193.000 Euro bleiben uns noch, was eigentlich auch eine Stange Geld ist, du. Aber die werden wir jetzt gleich eh wieder reinholen. Das glaube ich eben auch. Und damit haben wir eben auch das nächste Investment schon fast da. Weil, ja, wie, also warte, jetzt muss ich ganz kurz nochmal was nachgucken. Nur Interesse halber. Nee. Ah, 350 PS braucht die, ne? Gut, der Preis schreckt mich jetzt gar nicht so ab. Der Preis schreckt mich jetzt gar nicht so ab. Aber wir haben den Motor nicht drin. Da müssen wir vielleicht gucken. Ja, schauen wir mal. Auf alle Fälle haben wir einiges an Ballen da. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, wir bekommen 500 bei der BGA. Das ist auch schon ein ordentlicher Preis. Da müssen wir noch gucken, dass wir schnellstmöglich jetzt fertig bekommen und schnellstmöglich abladen. Beziehungsweise vielleicht sogar am Hof sammeln, weil wir machen um 20 Uhr Feierabend. Ne? Dann wird gespult. Und da müssten wir eigentlich, Maschira, alles vom Feld runtergebracht haben und, wenn es geht, sogar gewickelt haben.
Das wäre gut, wenn wir das schaffen. Weil dann haben wir eigentlich ziemlich alles, was wir wollten. Wir haben die ganzen Felder runter. Die Felder können dann wahrscheinlich neu gemäht werden. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Da haben wir noch ein bisschen Geld verdient und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Wir haben natürlich noch von dem weiteren Feld gesprochen, aber ihr seht ja selber, jetzt ein Feld kaufen wird sich gar nicht lohnen, weil wir jetzt keine Zeit haben zum Bearbeiten. Was mir immer noch ein bisschen suspekt vorkommt, der Ron und der Simon, ne? Die bewegen sich keinen Millimeter. Die wollen das wirklich aussitzen mit dem, wir kaufen das schon nicht bei euch. Achso, Mashira, was hier. die Kubis, die gehört auch noch uns, ne? Die könnte man auch noch abmähen. Jo. Also ihr seht, ne, wir kommen vorn hinten nicht hinterher. Aber 310 PS, alter Schwede, das ist schon Hammer. Und nein, wir verleihen den nicht, ne? Bevor eine Frage kommt. Wir verleihen den auf gar keinen Fall. Wobei der Unibock hat auch 240, also wir sind momentan schon ganz gut aufgestellt. $300 haben wir angeboten gehabt bei Simon, ne? Mit dem Preis. Soll ich da nochmal hingehen und sagen 250? Jo. Oder soll man 200 sagen? Bei 200 geht auch noch. Sonderpreis. Geht auch noch, ne? Ich schau mal, wo wir hinkommen. Ich geh mal gucken, ne? Hallo! Oh, hallo! Hallöchen. Wie geht's euch denn? Oh, es geht ganz gut. Ich bin wieder mal da, ne? Einmal die Woche, kennt ihr ja mittlerweile. Ja, hast du Eier dabei? Nein, habe ich noch keine. Ach, da bist du heute gar nicht der Eiermann. Tut mir leid. Aber ich bin der Strohmann. Ach, du bist der Strohmann? Ja, ich habe leider noch keine Rückmeldung bekommen von euch wegen dem Stroh. In meinen Kommentaren standen auch solche Sachen drin wie, die wollen dich nur, wie haben sie geschrieben, zappeln lassen. Ja, bei uns stand drin, du wirst uns voll bescheißen. Ach so. Ja. Okay. Ja. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, du bist ein Ehrenmann und bist schon ein fairer Verhandlungspartner. Wie gesagt, wir haben das ja auch nachgerechnet und wir müssen wirklich der Community sagen, es ist gut verhandelt gewesen. Da ist nichts Böses dabei gewesen oder sonst irgendwas, absolut korrekt gewesen. Ich hätte es nicht anders da gemacht. Ja. Ja. Aber du brauchst immer noch keinen Strom. Also momentan noch nicht. wir lassen dich nicht absichtlich zappeln, wirklich nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, wir müssen erstmal zu Geld kommen. Okay. Wirklich. Habt ihr so eine Not oder wie? Not würde ich nicht sagen. Wir peppeln sich gerade wieder auf. Und es wäre jetzt irgendwie blöd zu sagen, ja, wir nehmen jetzt so viel und dann... Nee. Also momentan ist wirklich ein bisschen, sagen wir, kritisch. Aber wir kriegen das hin, wir sind auf dem besten Weg wieder dahin. Ihr habt gesehen, der Simon habe ich schon gesehen mit einer Fuhre Holz. Ja. Ja. Bringt das? Lohnt sich das? Ja. Ob es lohnt, das... Das werden wir sehen. Ich hoffe, es... Leckt nicht mehr so stark jetzt. Also ich bin tatsächlich mit Unimog 80 ohne Probleme gefahren, ohne irgendwelche Probleme. Okay. Gar wirklich, also problemlos. Wie viel MS hast du denn aktuell? Zwischen 39 und 40. Okay, ja. Also ich bin zwischen 40 und 50, also eigentlich nicht mal schlimm, aber... Ich hab zwischendrin? Ja, ich glaube, es ist auf der Karte aktuell so, nur so stellenweise ab und an mal ein bisschen. Also bei mir hier läuft's wirklich, also bei uns am Hof hier, top. Ich meine, ihr seid nicht weit weg, ne, deswegen. Es kann aber auch sein, bei uns ist das jetzt halt vielleicht auch durch das Holz ein bisschen bitter. Ja gut, das kann sein. Dass es sich ein bisschen, bisschen beißt. Ja. Aber nein, du kannst dein, ich glaube dein, weißt, wenn du willst, dein Spruch halt irgendwie anders verbrauchen. Aber ich habe gehört, Werner, du hast einen neuen Schlepper geholt. Ja, ist richtig. Und wie fährt er sich so? Sehr gut, 310 PS, geht richtig voran. Jawohl. Ist die Marke in Blau, oder? Das ist New Holland, ja. Okay. Er wurde sich immer wieder New Holland gewünscht und jetzt habe ich mal gesagt, gut, dann kaufen wir ihn halt New Holland. Respekt dafür, Gratulation. War vergönnt. War teuer, aber ist halt eine Investition auf lange Sicht, ne? Das ist richtig. Und ja, wir haben ja auch gehört, dass du so Richtung Pellet gehen möchtest. Auch das, ja. Und da braucht man ja auch ein bisschen Antrieb. Da brauchst du Power, ja. So.
Aber ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den neuen Tag noch nicht mal selber fahre, der Fettmarschierer. Oh. Tja, so okay. Schnell kann's gehen, ne? Ladies first. Halt, ja, ne? Ja, also, na ja, wie es halt ist. Gut, okay, ich bin dann wieder weg. Ich wünsche was, Jungs. Tschüss, gell. Ebenfalls. Tschüssi. Ah, okay, die sind pleite. Oho. Also, sie haben kein Geld. Sie müssen sich erst wieder finanziell erholen und dann kommen sie gerne auf uns, also kommen sie auf uns zurück. Ja. Kein Kaufangebot für den Hof gemacht? Ich habe mir kurz überlegt, ob ich vielleicht einen Kredit gewähren soll, weißt du? Ich fand das aber dann ein bisschen großkotzig, deswegen habe ich es nicht gemacht. Weißt du, für 10% Zinsen, weißt du? Ja. Man könnte das natürlich komplett überheblicherweise hier in den Ingame-Chat schreiben, dass wir Kredite vergeben. Für schwache Landwirte, sagen wir es mal so. Oder für schwache Höfe. Aber nein, das machen wir nicht. Bist du schon am wickeln, ja, ne? Ja. Ja, zeitlich müsste das ganz gut passen. Ich werde, glaube ich, heute in der dritten Folge werde ich mit dem Pressen komplett fertig sein. Dann werde ich mich schon mal dran machen, die Ballen wegzubringen und du wickelst einfach weiter, ne? Ja, ja. Dann müsste sich das eigentlich ganz gut ausgehen, dass wir für Sonntag dann... Müssen wir schauen, was wir am Sonntag machen. Dann müssen wir noch ein bisschen weiter planen. Mal theoretisch, sag ich jetzt mal, ne? Können wir auch auf Kühe gehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen sollten. Weil Tiere, also ich weiß es von den anderen Projekten, von den anderen Challenge-Projekten, Tiere waren halt immer so der Fresser für die Kosten. Ne? Du investierst da hunderte, tausend und bekommst dann immer wieder nur so ein bisschen was raus. Ne? Ja, wir haben dadurch ja den Vorteil, in Ruhe zu arbeiten. Nee, wir arbeiten ganz entspannt. Also, wie ist es? Ich baue mir jetzt nicht mehr Stress. Wir haben das ja schon erreicht, oder beziehungsweise wir wollten ja dahin, wo wir jetzt sind. Schnellere Fahrzeuge, effizientere Fahrzeuge. Wir werden das bei der nächsten Ernte, werden wir das extrem merken, dass wir einfach schon investiert haben, weil wir das Mähwerk mit dem integrierten Schwader haben, was schon sehr, sehr gut ist, weil da sparen wir uns einen vollen Arbeitsschritt. Und diese Ersparung ist natürlich auch so, dass ich gleich mit der Presse hinterherfahren kann. Ne? Ich habe natürlich noch was überlegt, aber das weiß ich nicht, ob wir das machen sollten, Marschierer. Das ist wiederum sehr, sehr teuer. Ich habe mir überlegt, ob wir von Quader auf Rundballen gehen. Aber... Ich befürchte die Rollen hier ein bisschen. Auch das. Und des Weiteren habe ich mir überlegt, das ist ja dann keine Non-Stop-Presse, weißt du? Weil ich hätte dann die von Klaas, diese Press-Wickel-Kombination genommen. Aber unterm Strich, glaube ich, du musst ja bei diesem Press-Wickel-Kombinationszeug immer stehen bleiben. Zum Ballen entladen, weißt du? Ja. Also unterm Strich werden wir da nicht schneller sein, glaube ich. Ich presse hier ganz gemütlich mit 15 bis 17 km/h. Das ist schon gut. Das ist und wirklich das, gut. Und das durchgehen. Durchgehen, ohne Pause, ja klar. Also egal was ich mache, ich kann immer weiter pressen. Immer weiter. Das Einzige, was man sich überlegen könnte, aber das ist auch nur so ein Höhengespenst, wahrscheinlich so einen richtig dicken Schwader, weißt du? So einen richtig dicken Schwader, wo man dann einfach die Schwaden nochmal zusammen machen kann. Aber das müssen wir uns anschauen. Wir machen jetzt erstmal dann am nächsten Tag, in der Hoffnung, dass es reif ist halt. Das ist jetzt die andere Geschichte. Marschierer, was machen denn, wenn die Wiesen nicht reif sind? Dem Moment können wir zumindest schon mal Ballen wegbringen. Ja, das stimmt. Also wir haben noch... Ja, ja, schon. Aber wenn jetzt alle Wiesen nicht reif sein sollten, dann müssen wir uns echt was überlegen. Wobei, es wächst ja wieder nach hier, ne? Also ihr seht ja auch, es ist ja schon wieder teilweise nachgewachsen hier. Wir haben ja auch Wachstum schnell, also eigentlich sollte man da sicher sein. Ansonsten habe ich gesehen, haben wir noch ein bisschen Wald stehen. Können wir auch wegreißen. Vielleicht mal leihen wir uns von Simon die Gerätschaft aus und dann gib ihm. So, das Feld hier ist auch fertig. Also es läuft alles nach Plan. Genau, die Folge ist jetzt gleich vorbei. Das heißt, wir können heute in der dritten Folge... kann ich das fertig machen und dann wegbringen anfangen. Es läuft alles nach Plan, Marschierer. Also wenn wir es jetzt verhauen, dann war der Plan einfach nicht gut. Aber das kann man ja, ne? Das ist halt so. Liebe Leute, wir sind fertig für den Moment. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde uns auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin,
Macht es gut und ciao, ciao.